Mr. L! Mr. L! Ach, Terry, du bist es. Oh, wow. Ich freue mich so, dich zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits, Mr. L. Es ist so lange her. Die Organisation hier ist wirklich schlecht. Sie erzählen einem nie etwas. Ich weiß. Es war ziemlich hart. Ich habe ein bisschen kombiniert und gehofft, dass, nun, dass ich Sie vielleicht hier finde. Es tut mir leid, dass es unter diesen Umständen sein muss. Aber sehen Sie, ich muss noch mal wohin. Die Treffen starten in der Regel zur vollen Stunde. Ja, ich möchte nicht unpünktlich kommen. Werden Sie hier auf mich warten, bis ich fertig bin? Wohin sollte ich schon gehen, Sir? Setz dich, bitte. Ich habe deine Akte hier irgendwo... Bin ich zu spät? Tut mir leid, wenn ich zu spät bin. Ah, wir sind alle immer zu spät dran, Lollied. L, bitte. Die Leute nennen mich L. Schön. Ja, L. Ah, da haben wir dich ja. Aha. Nun sieh sich einer diesen Papierkram an. Du warst schwer beschäftigt. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Tatsächlich. Gut. Aha. Ich verstehe. Dein Vorgang hätte schon vor einer ganzen Weile bearbeitet werden sollen. Entschuldige die Verspätung. Ich habe noch so viele Dinge zu erledigen. Ich muss wirklich zurück nach Tokio. Am besten gleich. So gut wie jeder will noch irgendwelche Dinge erledigen und es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine Menge wird von deinem Stehvermögen abhängen und wie viel du dir aufgespart hast. Niemand erklärt mir hier irgendwas. Ich verstehe, ja. Du bist uns ein wenig durchgerutscht, weil du, wie soll ich das formulieren, früh dran warst. Du bist vor deiner Zeit hierher gekommen. Ah, das erklärt einiges. Also, fangen wir ganz von vorne an, ja? Weißt du, wo du bist? Ja. Und du weißt, wer ich bin? Ja. Und du weißt auch, dass du tot bist? Ja. Death Note, Folge 9, Erbschulden. Sie was trinken? Ich hab schon, danke. Sie brauchen vielleicht noch einen. Danke, alles gut. Mein Name ist Matsuda. Ich weiß. Und Sie? Du warst immer nett, Matsuda. Aber du bist zu alt für mich. Und ich date keine Cops. Ich habe nicht gesagt, dass ich... Was ist falsch daran, mit einem Polizisten auszugehen? Ich weiß nicht. Die langen Nächte, auf den Anruf warten, abgesagte Wochenenden. Gehören Sie zufällig zu den Yagamis? Das ist richtig. Oh mein Gott, Sayu, du bist es. Sayu. Du hättest Detective werden sollen. Lights kleine Schwester. Du bist so erwachsen geworden. Einer von uns beiden musste das ja wohl. Eine Rede! Oberinspektor Yagami. Er ist es. Ruhe. Ich danke euch allen sehr. Danke sehr. Es rührt mich sehr, dass so viele von euch es an diesem warmen Aprilabend hierher geschafft haben, nur um einem alten Inspektor Lebewohl zu sagen. Das Freibier hat geholfen! Ganz besonders möchte ich meiner Frau Sachiko danken, die so dreist gelogen hat, warum sie an einem Donnerstag in eine Bar gehen wollte. Entschuldigung, Schatz. Und meiner Tochter Sayu, die sich noch immer an meine Anweisung hält, niemals einen Cop zu heiraten. Yeah. Also, Hände weg. Es sind jetzt 35 Jahre her, dass ich die Ausbildung zur Polizei abgeschlossen habe. Ist Kitamura auch hier? Nein? Na, okay. Wir waren uns nicht immer einig. Kitamura und ich, wir haben die Akademie gemeinsam abgeschlossen. Und er hat den schnellsten Weg hinauf in die Verwaltung geschafft. Und seinen Hut genommen im 30. Jahr. Ich bin geblieben. Und wie die meisten von euch wissen, aufgrund der besonderen Umstände eines sehr besonderen Falls. Dieser Fall ist noch immer nicht abgeschlossen.
Aus diesem Grund habe ich 5 weitere lange Jahre ausgehalten, um den Weg zu bereiten für einen jungen Mann. Ihm Zeit zu geben, ebenfalls die Akademie abzuschließen, um den vergifteten Staffelstab von mir zu übernehmen. Die Kira-Ermittlung. Dieser Mann ist mein Sohn. Nepotismus! Hey, wenn jemand sonst den Job haben will, er gibt ihn bestimmt gerne ab, nicht wahr, mein Sohn? Ich darf stolz sein, dass mein Junge, mein wunderbarer Junge, jetzt Detective Light Yagami ist. Auf Light Yagami! Auf Light Yagami! Und wenn es mir noch erlaubt sein soll, möchte ich für einen kurzen Moment jener gedenken, die nicht das Glück haben, heute hier dabei sein zu dürfen. Es war eine harte Zeit, dieser Kampf gegen einen Verbrecher, der uns immer wieder einen Haken geschlagen hat. Und die Kollegen in unserem Bezirk haben vielleicht mehr als andere mit einigen sehr brutalen Morden zurechtkommen müssen. Nicht nur Kameraden mit Marke, sondern auch zivile Ermittler und freundliche Helfer und Helferinnen. Sie alle haben ihr Leben eingesetzt und es gegeben. Möge Gott sie selig haben. Gut. Auf abwesende Freunde. Auf abwesende Freunde. Du verstehst mich nicht ganz, Al. So etwas wie ein Leben danach gibt es nicht. Wo bin ich dann? Das ist kompliziert. Du bist nirgendwo. Du bist nichts. Willst du mir etwa erzählen, dass all das hier eine Halluzination ist? Nur ein Produkt meiner wahllos feuernden Neuronen, während mein Gehirn seinen Geist aufgibt? Nein. Ich kenne mich nämlich mit Filmen aus. Du kannst das hier vielleicht als 90-minütigen Thriller aufziehen, aber nicht 5 Jahre lang. Ich bin hier seit 5 Jahren. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrungen aus einem Kinosaal 1:1 auf das übertragen kannst, was nach dem Tod passiert. Also, du hast mir zumindest noch nicht viel weitergeholfen. Kommt es dir vielleicht in den Sinn, dass dich eine Mitschuld trifft? Was wäre, wenn diese ganze... Klägliche Bürokratie. Harte Worte. Aber wenn es dir passt... dass diese ganze Bürokratie von deiner Seele erfunden wurde, um mit dem Traum des eigenen Übergangs zurechtzukommen. Wie wäre es damit? Ich habe demnach eine Seele? Etwas, das den Tod überdauert? Nun... Leben nach dem Tod, in der Tat. Du hattest nicht sehr viele Freunde. Habe ich recht? Bitte was? Oder wie bist du damit ausgekommen? So schlau zu sein. Womit ich wirklich auskommen möchte, Mr. Justin. Mr. Justin, welche Option habe ich? Welchen Sinn ergeben Gerechtigkeit und Vergeltung? Wenn du hier ein Offizieller bist, Offizieller wofür? Wer hat hier das Sagen? Ich weiß, dass es Todesgötter gibt und ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Denn darin stecke ich gerade fest, so wie es aussieht. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Die menschliche Existenz endet im Nichts. Trotzdem bin ich hier und Watari auch. Und wer sind die ganzen Menschen, die da draußen herumlungern? Warum sind die hier? Du hast eine ganze Ewigkeit, um darüber nachdenken zu können, lieber El. Tatsächlich, hab ich das. Das menschliche Leben hat seine Grenzen und das Leben nach dem Tod ist unendlich. Bin ich jetzt unsterblich? Ganz genau, du hast recht. Es ist nicht meine Aufgabe, mich hier ausfragen zu lassen. Und wessen Aufgabe ist das dann? Wo bekomme ich endlich Antworten? Ich sag's dir, Wladimir, das Wochenende war fantastisch. Diese, du weißt schon, reine Mache-Damen, die du geschickt hast. Ganz schön unanständig. Ja, lass es mich einfach wissen, wenn du das nächste Mal in Florida bist. Sag Bescheid, dann kippen wir uns ordentlich ein hinter die Binde. Das wird groß, sag ich dir. Ja. Mr. President. Ja. Die 2-Uhr-Verabredung. Hör zu, Wladimir, ich muss los. Irgend so ein geheimes Treffen. Echt super geheim. Ja klar, sobald ich weiß, was genau es ist. Liebe Grüße an Natalia oder Tanja oder wen auch immer. Ja, sicher. Bye.
Mr. President, darf ich Ihnen Nier vorstellen? Hey, Kid, sieh dir meinen Golfschlag an. 10 Scheine, dass der reingeht. Ich bin kein Kid, Mr. President. Ach, das war Pech, Mr. President. Nein, natürlich bist du das nicht. Trevor, ich dachte, hier geht es um diese Sache. Diese geheime Sache. Mein Name ist Nier. Ich bin Leiter der SPK. Ja, die dir der das... Der Kira-Geheimdienst. Das Anti-Kira-Ermittlungsteam? Oh ja, großartig, Kid. Ihr macht euren Job wirklich großartig da unten. Ich liebe es. Hör mal, deine Vorgängerin. Wie war noch gleich der Name? Paula Virilio, Sir. Wir sind nicht gut miteinander klargekommen. Die Braut konnte einfach nicht mit Komplimenten umgehen, wenn du verstehst. Soichiro Yagami geht in den Ruhestand, Sir. Ja klar, der Präsident von Mexiko. Er ist der Chefermittler des japanischen Ermittlerteams. Das war knapp dieses Mal, Mr. President. Mr. President, bitte. Ich hör zu, Kid. Ich liebe die Japaner. Ich liebe es, wenn sie diese Sache machen, weißt du? Wo sie sich mit diesen Städten verhauen. Yagami hat die Operation in Japan von Beginn an verantwortet. Wenn er jetzt zurücktritt, müssen wir die Aufgabe übernehmen. Warum genau war das nochmal wichtig? Weil man den Japanern diese Aufgabe nicht überlassen darf. Die Aufgabe? Ja, ist... Hey, Nier, wissen Sie, ich bin nicht ganz auf dem Laufenden in dieser Sache. Wenn Sie also mir ein wenig Hintergrundinformationen geben könnten, weil ich so vergesslich bin. Entschuldigung dafür in die Runde. Himmel, Trevor, weshalb arbeitest du nochmal für mich? Also, Nier, erklären Sie es mir bitte nochmal. Oh, so, als wäre ich ein Idiot. Vielleicht kann ich dann... In Ordnung. Die Kira-Ermittlung läuft noch. Jede Woche gibt es neue Morde. Die Metadaten weisen noch immer... Meta was? Einfach bitte. Na gut. Wir denken, dass sich Kira noch immer in Japan befindet, aber dass er weltweit Menschen ermordet. Ja, sicher. Hey, du schuldest mir 10 Scheine, Kid. Metadaten nennen wir den ganzen Kram, der um die eigentlichen Daten herumschwebt. Also woher wir etwas wissen, von wem und so weiter. Okay, ich höre zu. Und die Sache ist die. Die gesamte Akte Kira wurde mir von meinem Schutzpatron Mr. Watari weitergereicht. Vor 5 Jahren. Wir haben alles. Die Japaner haben nichts. Ihre Akten wurden quasi ausradiert. Oh ja, wir haben Amerika wieder groß gemacht. Japan ist nur noch gut für Zeichentrickserien und Sushi. Watari hat mir die Daten überlassen, weil er seiner eigenen Ermittlungseinheit nicht vertraut. Die Indizien sprechen sehr stark dafür, dass sich Kira oder einer seiner Agenten in der Ermittlungseinheit selbst befindet. Ja nun, das ist natürlich hart für die Jungs. Unsere Gebete und Gedanken sind bei ihnen. Soichiro Yagami hat den Laden 5 Jahre lang zusammengehalten, geht aber jetzt in den Ruhestand. Wir können nicht einfach stillhalten. Wir müssen aktiv werden, um das Objekt sicherzustellen. Und dieses Objekt, vielleicht benennen Sie noch mal kurz, worum es sich dabei handelt? Wir glauben, dass es 2 Kiras gegeben hat, von denen einer immer noch frei herumläuft. Wenn der andere wirklich Higuchi war, dann sind die Japaner im Besitz der Waffe, die er benutzt hat, um Menschen zu töten. Moment mal. Wie war das? Tokio hat ein Ding, mit dem ich Menschen mit reiner Willenskraft töten könnte? Das ist meine feste Überzeugung, Sir. Nun, dann habe ich schlechte Neuigkeit für die Hombres da unten. Denen kann man nicht trauen. Die Sache muss in sicheren Händen liegen. Amerikanischen Händen.